Nun kümmern wir uns um die Abstände zwischen den Zeilen. Du siehst, der Text wirkt sehr kompakt und ist wahrscheinlich auch eher schwierig zu lesen, weil die Zeilen so unmittelbar aufeinander folgen, fällt es schwerer, den Zeilensprung zu machen und man verliest sich möglicherweise schneller. In diesem Fall haben wir einen sogenannten einfachen Zeilenabstand im Titel. Einfach, das ist die Standardeinstellung, bedeutet also nichts anderes als 1,0. 2,0 wäre ein doppelter Zeilenabstand. Hingegen wird noch vorgeschrieben, dass vorher ein Abstand von 12 Punkten und nachher ein Abstand von 8 Punkten gewählt werden soll. Das können wir nicht unmittelbar in diesem Menü wählen, sondern wir müssen die Optionen aufrufen und hier können wir nun wie vorgegeben 12 und 8 für die Abstände wählen und du siehst, es ist deutlich luftiger um den Titel herum. Der Text, der soll 1,5-facher Abstand haben. Jetzt wird er deutlich leserlicher und zudem soll der Abstand nach einem Absatz 6 betragen. Beim nächsten Text wiederum einfacher Zeilenabstand, dafür vorher 12, nachher 6. Und im Text haben wir einen Zeilenabstand von 1,4. Auch das, wenn wir das nicht direkt wählen können, können wir in den Zeilenabstandsoptionen auswählen. Also statt einfach wählen wir mehrfach und notieren diese Zahl jetzt direkt hier rein. Generell sagt man, dass der Zeilenabstand 120% der Schriftgröße betragen soll. Anders ausgedrückt, also 1,2. Oder an einem konkreten Beispiel, eine 10-Punkt-Schrift sollte mindestens einen Abstand von 12 Punkten haben. Einen Abstand haben wir hier für diesen Text nicht. Damit man trotzdem die Absätze besser erkennt, wird verlangt, dass immer die erste Zeile um 0,4 cm eingerückt werden soll. Das können wir so machen, mit extra erste Zeile 0,4 cm und das sieht nun so aus. Du siehst, das hast du vielleicht auch schon in Büchern gesehen, immer die erste Zeile ist eingerückt und so erkennt man die Absätze besser. Und beim letzten Abschnitt haben wir wiederum einen einfachen Zeilenabstand für den Titel, vorher 12, nachher 8. Und 14, genau 14 Punkte, auch das können wir hier nicht wählen, sondern müssen die Optionen auswählen. Diesmal wählen wir statt mehrfach genau und hier können wir den numerisch wählen. Ist aber ein Nachteil, wenn man nachträglich die Schriftgröße ändert, so wird dieser Zeilenabstand nicht angepasst und so kann sich das Verhältnis dann etwas unglücklich verschieben. Auch hier brauchen wir nachher noch 6 Punkte Abstand. So, das wär's für die Absätze.